Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac After West Plus. Los. In der letzten Folge haben wir unsere Winspeak verloren von 13, 14 oder sowas. Heute machen wir die letzte Challenge, die Pokémans Challenge. Und ja, we get in the box. Box. In dieser Challenge geht es darum, dass man von Anfang an den Pokéball hat hier. Woo! Dann kommt ein schöner Pokéman raus, der greift für ihn an. Allerdings in dieser Challenge funktioniert der Pokéball ein bisschen anders als im normalen Isaac. Denn in dieser Challenge funktioniert er so, dass sobald dein Pokéman stirbt, kriegst du eine neue Ladung von deinem Pokéman-Ball. Guck, eigentlich wäre der jetzt noch gar nicht ready gewesen, aber jetzt, wo wir ihn eingesetzt haben, wow, richtig guter Pokéman gleich von Anfang an, einfach ein Brimstone. Mega gut, sogar so ein Vierer-Brimstone. Ja, töte alles! Geil, ey. Mega gut. Ansonsten sind wir halt ganz normal Isaac, haben allerdings nicht den D4, dafür haben wir halt den Pokéman. Man kann mehrere Pokémons haben auf einmal, allerdings wird es dann später ein bisschen unübersichtlich, je mehr Pokémons man hat. Und dann weiß man nicht mehr, wer Freund und wer Feind ist, und das ist sehr, sehr strange. Ich bin richtig froh, dass wir hier so einen Brimstone-Typen gleich am Anfang haben. Das ist mega gut, ja, kill ihn! Wollen das einfach in alle Richtungen schießen, das ist super krass. Mega geil. Ja, ansonsten haben wir Mams Lidschatten. Das macht, dass wir ab und zu so einen pinken, pink-lila, was auch immer. Oh, der Psychic Fred. Schüsse schießen. Und die machen, dass die Gegner ab und zu charmed sind, dass sie dann halt auch so Herzchen über ihren Kopf haben. Das ist zu einem gut, weil die Gegner dann für dich halt kämpfen. Zum anderen aber auch schlecht, weil später, wenn man halt so viele Pokémons hat und man dann Leute charmt, dann weißt du wirklich nicht mehr, welche Pokémon zu dir gehören und welche nicht. Das ist richtig, richtig strange später. Als kleinen Tipp, falls ihr diese Challenge auch machen wollt oder müsst oder was auch immer, benutzt euren Pokéball halt in jedem Raum und wartet, dass das Pokémon rauskommt. Weil wenn ihr den Raum verlasst, bevor das Pokémon aus dem Pokéball rausgegangen ist, dann... ja, habt ihr das Pokémon nicht. Dann habt ihr einfach euren Charge verdammelt. Aber euer Pokémon habt ihr dann trotzdem nicht. Ja, Ziel ist es natürlich irgendwie, am besten Brimstone zu bekommen. Also ich bin wirklich mega happy darüber. Blankburn! Mega happy darüber, dass wir gleich von Anfang an so einen Brimstone-Typ hier bekommen haben. Wir haben vor allem... lebt hier noch irgendwas? Nee. Ist immer so eine Sache. Okay, wir können uns irgendwas kostenlos mitnehmen. Wir werden dieses nette Angebot auf jeden Fall nutzen. Ja, der Backpack. Ja, doch, oder? Der Backpack hat doch gemacht, dass man zwei Space-Items mitnehmen kann, oder? Extra Active Item, ja. Geil, okay, das ist perfekt, würde ich fast sagen. Wir nehmen auch noch ein blaues Herz mit, einfach damit wir in der nächsten Ebene zumindest ein Devil Deal bekommen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Wir können jetzt zwei Active Items mitnehmen. Das ist auch super geil. Also gerade läuft diese Challenge sehr gut. Vor allem mit dem Brimstone, den wir haben, habe ich das Gefühl, dass diese Challenge sogar sehr, sehr kurz noch werden wird. Hä, sind wir schon in der zweiten Ebene? Warte, was? Ja, tatsächlich. Oh, lol. Wusste ich nicht. Ich dachte, wir wären noch nicht in der zweiten Ebene. Werden wir beides mitnehmen. Ansonsten finde ich es komisch, dass wir nicht blindfolded sind. Also, dass wir nicht nur mit unseren Pokémons angreifen müssen. Das heißt, wir können auch selber angreifen. Also alles gut, was auch uns stärker macht. Deswegen sind die Devil Deal Items mega, mega wichtig in diesem Run. Auch als kleinen Tipp, falls ihr den schaffen wollt. Weil später, also die normalen Bosse gehen voll klar, alles cool. Aber sobald ihr zu Isaac zum Beispiel kommt oder auch davor schon zu Mams Herz, das sind einfach solche Bullet-Hell-Leute, die töten all eure Pokémons. Wirklich alles. Egal, was ihr habt, die töten alles. Deswegen da... ein Drowsy? Was macht das denn? Egal. Bis dahin müsst ihr auf jeden Fall alleine stark sein. Dass ihr halt auch als Isaac schon was reißen könnt. Nur so ein kleiner Tipp von mir. So, wir haben so ein... dieses rote Teil, das wir gerade eingesammelt haben. Ich glaube, das ist das Teil, das Lilith von Anfang an bei sich hat. Und das soll, glaube ich, ein Fötus oder so darstellen. Das wir eben im Devil Deal mitgenommen haben. Und, oh, Elgis ist auch mega gut. Jera habe halt auch. Und das macht, sobald man genug Schaden bekommt, dass dann ein
Begleiter kommt, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe mir ein paar Items wieder durchgelesen, weil ich habe gemerkt, mir sehr viele von den neueren Items, so ab Afterbirth, sind mir nicht geläufig. Habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Ich habe mir ein paar durchgelesen und ich hoffe, ich habe mir jetzt ein paar mehr davon gemerkt. Addicted, nicht so schlimm. Friends till the end, okay. Ich bin gerade richtig happy über die Pokémons, die wir hier bekommen. Also man kann auch richtige Scheiß-Pokémon bekommen, wie zum Beispiel nur so eine graue Fliege oder so, die halt gar keinen Damage macht. Aber was wir hier gerade haben, können wir mega schnell sein. Brimstone-Dinger sind halt wirklich immer das Allerbeste. Und was auch sehr gut ist, sind Pokémon, die andere Pokémon spawnen. Ich nenne sie jetzt Pokémon und nicht Monster, weil das halt die Pokémon-Challenge hier ist. Also ein Sack of Spider-Dings ist mega gut. Oh, schade. Und ja, sowas halt. Was halt andere Sachen spawnt. Mega gut sowas. Ansonsten Ziel ist es, zu Isaac zu kommen. Weiß ich nicht. Wollen wir in den Shop reingucken? Ja, komm. Wir schauen in den Shop rein, einfach. Vielleicht kriegen wir ja Geld. Vielleicht gibt er uns ja eine 5er Münze. Gibt es immer eine 5er Münze? Natürlich nicht. Na gut. Ja, Two of Diamonds bringt uns jetzt halt so gar nichts. Na komm. Setzen wir ein, dann haben wir wenigstens 2 Münzen. Besser als gar nichts. Nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Wir hätten es verdoppeln können mit der Jera-Rune, aber dafür ist die Jera-Rune mir ein bisschen zu kostbar tatsächlich. War doch Jera, oder? Jera hat doch gemacht, dass man Sachen verdoppelt hat. Ja, lol. Als ob. Jetzt kriege ich einfach mein Geld, oder was? Irgendwas war vergünstigt im Shop, aber ist mir gerade egal. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, das war nur dieser rote Jar. Also der uns unsere roten Herzen irgendwie in sich aufbewahrt. Wollen wir also nicht wirklich haben. Ziel ist es übrigens, zu Isaac zu kommen. Also die Utero-Ebene zu überleben und ja, Isaac zu vernichten. Und freischalten würde man den Charge Key. Und der Charge Key, könnte man sich vielleicht schon denken, macht, also das ist ein Schlüssel, den kann man aufheben. Der agiert auf jeden ganz normaler Schlüssel, also man kann damit Shops und goldene Räume und sowas öffnen. Apropos goldene Räume, es gibt in dieser Challenge keine goldenen Räume, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Deswegen sind die Devil-Räume noch viel wichtiger als sowieso schon. Genau, und der macht, nee, also nicht nur ist es ein Schlüssel, sondern in ihm steckt auch noch, schade, dass wir kein Devil Deal bekommen haben, mega sad. In ihm steckt auch noch eine und so. Moment mal kurz. Eine Batterie steckt in ihm drin. Der ist so elektrisch geladen und hat auch so ein Thunder, Donner, so ein Donner um sich drum. Nee, Donner ist falsch. Donner ist ja nur Donner. Hier, Lehrauftrag. Donner ist nur das Geräusch. Vom Blitz nämlich. Da ist so ein Blitz drumrum. Blitz ist das, was man sieht und Donner ist das, was man hört. Bei Unwetter. Ja, ja. Genau. Und da ist dann so ein Blitz drum. Und bewirkt halt, dass man sowohl einen Schlüssel hat, als auch, dass das Spacebar-Item einmal voll aufgeladen ist. Ist eine sehr gute Freischaltung. Ich weiß auch nicht, warum ich diese Challenge so lange aufbewahrt habe. Weil das halt doch irgendwie sehr stark ist. Ich habe diese Challenge auch schon mal irgendwann gemacht. Bin mir aber relativ sicher, dass ich sie damals nicht geschafft habe. Ich weiß, dass ich dieses Ding doof finde, aber ich weiß auch, dass Nicole letztes Mal meinte, dass das okay ist. Nehme auf jeden Fall den 4-Shot mit, weil 4-Shot ist immer toll. Und es macht einen auch stärker? Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, man hat wirklich nur den 4-Shot. Hä, das macht einen auch stärker? Wie gut ist das denn? Das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, das gibt ja nur den 4-Shot. Das hat uns aber 1, irgendwas Stärke gegeben. Ja, mega gut. Ja, wir haben irgendwann schon mal die Pokémon-Challenge probiert. Nicht geschafft. Was können wir sogar hier rein? Blub, blub, blub. Und nochmal ein Devil Deal. Ich will hier immer noch nichts, aber danke. Jetzt müssen wir zumindest hier die Dinger nicht machen. Das ist schön, dass die letzte Truhe vor allem auch die Truhe war, die uns wegteleportet hat. Ein easy get out war das quasi. Wir kriegen ganz schön viele Bomben. Auch wenn wir nur 3 Bomben haben. Fühlt sich gerade so an, als wenn wir mehr Bomben bekommen würden. Können wir auf jeden Fall gleich auch mal nach einem Devil-Raum suchen. Ansonsten gut zu wissen ist, falls, wo wir hier gerade diese Popel-Bomber haben, falls man so einen Popel-Bomber bekommt und auch explosive Fliegen und sowas und die auf dich schießen würden, die ziehen dir keine Leben ab. Tatsächlich. Also dann musst du keine Angst haben und auch deine eigenen Bomben und sowas und Tränen und so, die tun dein Pokémon auch nicht weh. Also das ist gut zu wissen. Ihr müsst also nicht den IPK-Shots von eurem Pokémon ausweichen. Nur so als kleiner Hint.
Ja, so viel glaube ich zur Pokémon-Challenge. Ansonsten, kann ich da noch irgendwelche Tipps geben? Ich glaube fast nicht. Halt wirklich stark werden, wirklich auf Level-Deals gehen und alles mitnehmen, was einen irgendwie stärker macht, weil man halt keine goldenen Räume hat, die einen stärker machen können, muss man wirklich mit diesen Level-Deals und mit den Shops arbeiten. Und das ist wirklich richtig wichtig, vor allem später. Am Anfang kann man noch denken, ja, meine Pokémon sind ja alle super stark und super krass, aber da muss halt nur ein Boss kommen, der irgendwie alle deine Pokémon tötet, dann bist du am Arsch, dann kommst du gar nicht mehr weiter. Und für... ich weiß nicht, ich bewahre meine Herzen lieber für das nächste auf. Wie gesagt, für Mutters Herz und Eisereck, weil das halt diese Bullet-Leute sind, Bullet-Hell-Leutchens. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr als Eisereck das schafft. Da könnt ihr euch nicht darauf vertrauen, dass eure Pokémon alles für euch machen. Genauso wie ein echter Pokémon-Trainer auch stärker werden muss und sich nicht einfach alles, was er drauf hat, nur von seinen Pokémon kommt. Als guter Pokémon-Trainer muss man auch selber Sachen leisten können und nicht nur seine Pokémon zu trainieren. Übrigens sind wir ein sehr schlechter Pokémon-Trainer, denn unsere Pokémon sterben einfach alle. Aber was sollen wir tun? Wir haben keine Augen. Wir wissen nicht, was wir tun. Wir müssen immer nur raten, was wir für Attacken einsetzen sollten. Wir wissen nicht mal, was für Pokémon wir haben. Wir müssen immer hinhören, was unsere Pokémon sagen. Fliege, Fliege! Explosiver Popeltyp, explosiver Popeltyp! Ah. Irgendjemand hat uns unsere Augen rausgerissen. Und trotzdem können sie weinen. Geht das? Nee, ne? Oder doch? Wenn man keine Augen hat, kann man dann trotzdem noch weinen? Sind diese Tränendrüsen trotzdem noch da? Die müssen... die kommen doch? Kommen die vom Auge oder... die sind bestimmt außerhalb vom Auge irgendwie dran. Man kann bestimmt keine Augen haben und trotzdem weinen, oder? Ist das möglich? Warte mal. So rein theoretisch? Kann das mal irgendjemand testen? Irgendein verrückter Wissenschaftler? Könnt ihr bitte mal ein Auge bei irgendjemandem rausnehmen, aber diesen Tränenkanal noch drinnen lassen und gucken, ob man dann trotzdem noch weinen kann? Das würde mich mega interessieren. Und kann man das dann irgendwie noch umlenken, dass man Blut weint? Ey, das fände ich mega cool. Kann das bitte mal irgendjemand machen? Oder mir sagen, ob das geht? Weil sonst müsste ich... sonst wäre das jetzt wieder stressig, wenn ich das selber nachprüfen müsste. Dann müsste ich mir wieder... irgendeinen Typen holen, den keiner vermisst, und dann müsste ich den töten, seine Augen rausholen, dann müsste ich erst noch studieren, was überhaupt so ein Tränenkanal ist, und keine Ahnung, das wäre mir zu viel, und dann mache ich mich vor allem auch dreckig, und das wäre mir zu viel Arbeit, Leute. Das wäre mir zu viel Arbeit. Kann das bitte irgendjemand von euch für mich machen? Wäre ich sehr dankbar, Dankeschön. Keine Ahnung. Ja, ansonsten habe ich House of Cards geguckt weiter. Bin da jetzt am Ende der ersten Staffel und, ohne jetzt zu spoilern, es ist ein kleiner Spoiler, aber ey, es gibt jetzt schon sechs Seasons davon. Wer jetzt die erste Staffel immer noch nicht geguckt hat, also wenn ihr so blöd wie ich seid und immer noch nichts davon gesehen habt, dann selbst schuld. Auf jeden Fall stirbt am Ende jemand, naja, kurz vor Ende, und ich fand das richtig witzig, weil ich habe so zwei Folgen, bevor der stirbt, schon gesagt, ja hier, der Typ stirbt bestimmt, und die Serie brauchte meiner Ansicht auch einen Tod. Ich meine, ganz am Anfang gab schon mal einen Tod von einem Hund. Das ist auch kein Spoiler, das kommt gleich in den ersten paar Szenen. Und danach kam halt gar kein Tod mehr. Und das ist ja irgendwie Politik und so, und da geht's ja, ich weiß nicht, irgendwie... damit das wirklich so Drama ist, muss halt ein Tod her, Leute. Es muss einfach sein. Und übrigens richtig gut, oh, richtig gute Items hier. Krasser Scheiß. Das ist übrigens mein liebstes Pokémon hier. Ein Turret, der auf einer Position ist und einfach wirklich dahin schießt, wo die Gegner sind. Das ist ein viel zu OP-er Brimstone. Der tötet einfach alles. Jetzt können wir richtig waschen, Leute. Ohne Witz. Das ist so krass. Das ist noch stärker, als wenn wir selber einen Brimstone hätten. Wir müssen ihn halt nur irgendwie beschützen. Aber der kriegt das eigentlich auch ganz gut alleine hin. Weil, das Gute ist, der spawnt immer genau da, wo wir halt reinkommen. Und da sind meistens keine Gegner. Deswegen überlebt er eigentlich recht viel. Ich merke gerade, dass... hä? Kann der nicht durch den ganzen Raum schießen? Ich bin gerade unsicher. Aber ja, House of Cards, Ende der ersten Season, fand ich bisher ganz gut. Mir wurde schon gesagt, dass ab Ende der zweiten Season das irgendwie alles scheiße sein soll. Mal gucken. Aber gerade sehr zufrieden auch, dass da jetzt halt dieser Tod kam. Ich sag nicht, welche Person gestorben ist. Aber fand ich sehr gut. Fand ich mich auch bestätigt. Vor allem, weil ich halt zwei Tage davor erst gesagt habe, ja, der fehlt auf jeden Fall tot. Und dann kommt er einfach. Dann war ich richtig happy. Fühlte ich mich sehr bestätigt. Haben die Macher der Serie, die Regisseure,
sich das auch gedacht. Ja, wir brauchen den Tod. Das verlangen die Zuschauer von uns. Gutes Gespür dafür. Mein Seriengespür, was in Zukunft passieren wird, wird immer besser. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Weil es ja langweilig, wenn man einfach alles weiß, was in Serien passiert. Aber in diesem einen Fall fand ich das zumindest ganz nett. Ich werde mir auf jeden Fall die Batterie holen. Komm, komm her, du kleine Batterie. Kriegt man dich, ohne ein Leben zu verlieren? Ha! Easy. Schön. Wir haben auch genug Schlüssel. Das heißt, wir können auf jeden Fall in den Shop reingehen. Bringt uns leider... Oh, eine Blank-Card. Jo, können wir ja zum Glück auch mitnehmen. Blank-Card und Jera. OMG. Wie funktioniert das? Lass mal probieren. Ich setze die Blank-Card ein. Ja, geil. Oh, wir können immer wieder unsere Jera-Rune benutzen. Okay, mega krass. Wie ändere ich mal... Ah, okay. Geil. Das ist mega gut. Das ist wirklich mega gut. Jera und Blank-Rune. Damit könnten wir so krasse Sachen machen. Ich habe die Befürchtung, dass wir nicht so krasse Sachen machen müssen. Einfach weil wir stark genug sind. Jetzt schon. Und wir sowieso hier relativ schnell durchwaschen. Ich bin sogar guter Dinge, dass wir eventuell schnell genug sein werden für den Boss-Rush. Warte. Kann man mit der Jera-Rune auch Items verdoppeln? Nee, ne? Nur... Nee, ich glaube nicht. Nur... goldene Truhen und sowas. Schade. In welcher Ebene sind wir? Dark Depth. Wir sind schon bei Mom? What? Okay, wir sind wirklich mega schnell. Bitte mach mein Auge nicht kaputt. Ich stelle mich am besten nicht dahin, wo unser Auge ist. Damit, falls sie runter jumpt, nicht unser Auge tötet. Läuft ja mega gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir kein Devil Deal bekommen haben. Unsere Chancen dafür sollten nicht so schlecht gewesen sein. Wir schauen nur einmal kurz. Schlechte Items. Vor allem nur zwei. Mega lame. Nö, dann wollen wir das nicht. Blank-Rune ist aktiv. Cool. Gefällt mir soweit. Das Einzige, was ich bemängeln könnte an diesem Mann, ist, dass unsere Leben nicht allzu gut sind. Wir können uns ja nochmal die Pillen hier holen. Speed down. Richtig gut. Und Range up. Okay, immerhin. Nochmal eine gute Pille geholt. Ich hoffe, unser Brimstone überlebt relativ lang. Aber das ist so krass, Leute. Wenn ihr wirklich am Struggeln seid mit dieser Challenge, dann könnt ihr auch so oft resetten. Die R-Taste drückt, by the way, das geht dann schneller. Bis ihr zum Beispiel mit dem ersten Pokémon, das ihr hier bekommt, so einen Brimstone-Typen habt. Und dann ist das wirklich mega einfach. Also wenn ihr den Easy-Mode haben wollt, resettet einfach immer wieder den One, bis ihr so einen Brimstone-Typen habt. Und dann könnt ihr sehr schnell durchwaschen. Wie ihr das hier dran seht. So, sobald wir ein weiteres blaues Herz bekommen, werden wir es verdoppeln mit der Jera-Rune und der Blank-Card. Schade, dass hier gerade nicht so viel kommt. Weil ein paar blaue Herzen wären ganz schön. Jede Kiste würden wir wahrscheinlich auch verdoppeln. All das wäre gut. Ich bin gerade guter Dinge, auch vor allem, weil wir halt sehr, sehr stark sind. Nein, nicht sehr, sehr stark, aber doch ein 10er Damage ist schon gut. Oh nö, du Arsch. Dass wir das schaffen. Jetzt haben wir natürlich doch nicht mehr so viele Leben. Also nicht so viele, wie ich gerne haben wollen hätte tun würde. Nein. War das ein Satz? I don't know. Ja, komm, wir gehen zum Boss. Lame. Bitte mach mein Auge nicht kaputt. Danke dafür. Bitte gib mir einen Devil Deal. Nice. Jetzt können wir sogar noch zwei Sachen hier halten, ne? Was bist du? Infested. Was haben wir hier? Gabby's Paw. Mega geil. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Setzen wir zweimal ein, würde ich sagen. Ja. Okay, haben wir wieder Leben. Schön, dann brauchen wir jetzt nur noch blaue Herzen. Nice, nice, nice. Oh, diese Folge wird so kurz. Ohne Witz. Aber ich habe nichts dagegen. Ohne Witzka. Ohne Witzka. Was wollte ich sonst noch sagen? Sonst komme ich ja gleich nicht mehr dazu. Habt ihr gesehen, ich weiß nicht, ob das gestern oder heute angekündigt worden ist. Ich hatte es heute zumindest erst gelesen. In meiner Twitter-Timeline. Und zwar, Nintendo hat eine VR-Brille, naja, so eine halbe VR-Brille angekündigt. Soll bedeuten, sie haben... OMG. OMG, wir sind viel zu stark. Vor allem jetzt ist auch unser Polaroid noch aktiv, wenn wir ein Leben verlieren. Die haben eine VR-Brille angekündigt, beziehungsweise so ein Cardboard-Ding. Wie ist das ja auch schon von... Ansys, ja. Wie ist das ja auch schon von anderen Herstellern gibt, zum Beispiel von... Ne? Von... Ups.
Oh. Hm. What a baby. Wird mir zu viel Leben kosten. Lieber nicht. Ja, von Sony, Samsung, was weiß ich, gibt's ja alles, wo man dann vorne sein Handy reinsteckt. Sowas ähnliches kommt jetzt, oder ja, genau sowas, ne, ja, sowas ähnliches kommt jetzt für die Switch. Heißt, man hat dann so ein Plastikding, das haben die auch in diesen Franchise von diesem Cardboard-Ding gemacht. Heißt, man baut sich das dann selber zusammen, kann dann vorne seine Switch reintun und hat dann quasi ein Bildschirm vor seiner Fresse und hat dann die Immersion, in dem Spiel drinne zu sein. Also so Virtual Reality, aber nicht so richtig, sondern eher so fake, weil man halt nur die Switch vorne dran hat. Ich weiß nicht, so eine richtige VR-Brille wird das nicht ersetzen. Ich hatte auch schon welche, diese von Samsung und sowas, die Brillen habe ich auch mal ausprobiert. Ist ganz witzig. Allerdings sind Handys jetzt nicht so leistungsstark, dass man da coole Sachen mitmachen könnte. Bei der Switch könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut sein könnte. Ganz gut werden könnte, besser gesagt. Bin ich gespannt. Bin auch, halt auch gespannt, was für Spiele dann dafür rauskommen. Damit fällt und... Wie sagt man? Damit... Blablabla und fällt es. Damit... Hä? Ich weiß nicht, wie der Spruch geht, Leute. Damit bar und fällt es. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Beat Saber wäre mich mega geil. Das wäre so ein Spiel, das mir auf jeden Fall den Kauf von dieser Cardboard... Dings. Also dann würde ich das auf jeden Fall kaufen. Es wird bestimmt auch wieder im Internet so selbst ausdruckbare Sachen geben. Dann hat man natürlich nicht so eine gute Pappe. Und man muss auch gucken, wie teuer Nintendo das verkaufen wird. Wenn die das für 30 Euro oder so verkaufen, dieses Kit, dann das ist wirklich viel zu teuer. Ich hoffe, da finden sie einen guten Mittelweg. Zum Beispiel so, wie sie es bei Tetris gemacht haben, kostenlos. Aber vermutlich nicht. 20 Euro würde ich dafür vielleicht auch noch ausgeben, obwohl das auch teuer ist. Aber fände ich okay. Für Beat Saber auf jeden Fall. Muss man halt gucken, wie die das dann machen. Meiner Ansicht nach hat die Switch ja auch diese Gyro-Technik, dass wenn man es neigt, dass die Switch das dann auch merkt. Heißt, wenn man seinen Kopf da drin bewegt, dann sollte der auch mitkriegen, in welche Richtung man guckt und sowas. Und hier wird leider unser... Oh, warte, er stirbt nicht? LOL? Okay, ich hätte sowas von erwartet, dass unser Brimstone stirbt. Aber scheinbar nicht. Wir gehen auf jeden Fall nichts zu. Wäre natürlich mega krass, ne? Weil wir da ein paar goldene Truhen bekommen, aber wir gehen direkt zu Isaac. Genau, man sieht dann, der sieht, wo man hinguckt. Und mit den Joy-Cons könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie gut die kalibriert sind oder wie gut man das einstellen kann, könnte ich mir vorstellen, dass Beat Saber zumindest mega gut damit funktionieren könnte. Also ist mal abzuwarten. Wenn man damit natürlich dann... Oh nein, warte, wir setzen die Jera-Runde ein. Oh, mega gut. Gib mir alles doppelt. Warte. Ach, das langt schon, oder? Wollen wir es nochmal verdoppeln? Wie viele Herzen sind das? 8. Mehr können wir sowieso nicht mitnehmen. Oh, mega gut. Okay, wir sind reich an blauen Herzen. Jetzt sollte das eigentlich gar kein Problem mehr werden. Das wird eine richtig kurze Folge, aber finde ich gut, finde ich jetzt nicht so schlecht. Habe ich nichts gegen, alles cool. Aber ja, da freue ich mich drauf. Kommt auch schon nächsten Monat, soweit ich das mitbekommen habe. Nintendo hatte in Vergangenheit ja auch schon mal probiert mit einer richtigen Virtual Reality Brille. Mit dem Virtual Boy. Ich glaube, der war für den Super Nintendo oder so. Die kam richtig schlecht an, soweit ich weiß. Und jetzt probieren sie sich nach, keine Ahnung, 25 Jahren später nochmal dran. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, werde es kaufen. Bin auch gespannt, ob man das dann irgendwie aufnehmen kann. Wahrscheinlich eher weniger. Aber da freue ich mich tatsächlich drauf. Nintendo ist dieses Jahr wirklich richtig gut aufgestellt. Mit allen möglichen Kram, den sie so machen. Immer wieder hier Nintendo. Nicht Nintendo. Pokémon kommt, Animal Crossing kommt. Yoshi kommt. So ein VR-Ding kommt. Wenn man die alten Nintendo-Spiele damit spielen könnte, das wäre mega, mega geil, oder? Also jetzt mal davon abgesehen, ob man dann einfach nur die... Zum Beispiel bei Smash, dass man dann einfach die Stage sieht, in der man spielt. In dieser VR-Brille drin. Dass man dann quasi so als Beobachter agiert. Und da dann... Halt nur die Stage, die ist von ein bisschen weiter weg.
und sich dann so wie ein Gott fühlt, dass man quasi in der Luft irgendwie rumfliegt und so dann kämpft. Fände ich schon ganz geil. Wäre mir auch egal, wenn das dann so ist. Also, dass man gar nicht auf dem Feld, das Spielfeld selber stehen müsste und sowas. Hätte ich nichts gegen. Okay, wir müssen dich leider umbringen. Tut mir leid. Und den Rest verdoppeln wir. Zack. Ein paar rote Kisten hat noch niemanden geschadet. Oh Gott. Die weißen Herzen werden wir nicht mitnehmen. Das auf jeden Fall auch nicht. Hallo, Devil Deal. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen will. Das linke Item ist halt eigentlich mega gut, ne? Aber das kostet so viele Herzen. Nee, wollen wir nicht. Eventuell, wenn wir hier noch ein paar blaue Herzen bekommen, dann okay. Aber sonst eher weniger. Guck mal, so viele rote Herzen. Da muss doch irgendwo ein Gabi-Item drin sein, oder nicht? Yeah! Vielleicht noch eins? Hatten wir eigentlich schon eins? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ein Gabi-Item in so viele rote Kisten? Das ist aber eine lame Ausbeute, Leute. Ja, egal. Was sonst? Ja, was haltet ihr davon? Von der VR-Brille? Ich glaube, Nintendo wird da gute Sachen mitmachen, vor allem, weil sie halt diese Erfahrung von früher haben. Werdet ihr euch sie kaufen? Also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Nintendo diesen Weg geht. Und sich auch immer wieder neu empfindet. Und von Nintendo ist man ja irgendwie auch gewohnt, dass sie um den Merch oder beziehungsweise um die Spiele herum Sachen bauen. Das haben sie jetzt bei Starlink so gemacht, dass man da diese Raumschiffe hat, die man zusammenbauen kann. Mit diesen Cardboard-Dingern halt sowieso, dass man einfach Plastik hat, oder besser gesagt Pappe. Und auch die Amiibos und so, die bauen halt, oh lol, da war ja ein Loch. Die bauen halt immer so um ihre Spiele rum Spielzeug, das man auch außerhalb von den virtuellen Spielen spielen kann. Das finde ich mega cool von Nintendo. Deswegen mag ich die auch so gerne. Oh, wir haben keine Schlüssel. Wir haben alle Schlüssel ausgegeben. Unfassbar. Ach ja, Nintendo. Ich bin ein Nintendo-Kind. Vielleicht merkt man es. Auch wenn ich nicht so viel Trivia-Wissen habe. Ich bin trotzdem ein Nintendo-Kind. So, Hallöchen. Diese roten Kisten lohnen irgendwie gar nicht. Du vielleicht? Ja, du lohnst. Hätten wir verdoppeln können, ich weiß. Aber wir haben sowieso genug blaue Herzen. Müssen wir nur noch irgendwann Isaac finden und dann sind wir auch schon durch. Also so von Damage her und alles, was wir gerade so haben. Mega gut. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist das einer, der Laserstrahlen machen kann? Ich weiß nicht. So ein Geist wäre mega geil. Der wäre nämlich mega der Ninja, glaube ich. Ich meine, der spawnt, schießt dann seinen Laser und haut dann einfach wieder ab. Der wäre mega gut. Okay, egal. Kriegen wir leider nicht. Wir kriegen nur... Ne, wir kriegen gar nichts. Oh Gott, wir haben nichts. Oh ja, explodier. Ja, mach ihn kaputt. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall gut aus. Unser Damage ist hoch genug. Wo haben wir diesen Succubus her? Ach, der kommt durch unser Fötus-Ding, das wir eingesammelt haben, weil wir genug Damage bekommen haben. Mega gutes Item. Ja, unser Damage ist gut. Und ihr seht schon, wir haben jetzt nämlich keine Begleiter mehr. Weil der einfach so ein Bullet-Hell-Typi ist. Und deswegen muss man wirklich versuchen, als Isaac selbst seinen Erzfeind Isaac hier zu besiegen. Weil sonst kriegt man das nicht hin. Wenn man nur auf seine Pokémon baut, geht das einfach nicht. Okay, wir haben so viele Herzen. Und auch so... Wir kriegen halt jedes Mal ein Schild. Also eigentlich ist das hier nicht mehr verlierbar. Nach Isaac ist vor allem schon Schluss. Das ist auch recht schön. Dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall diese Challenge geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, falls ihr diese Challenge noch nicht geschafft habt oder halt am Struggeln seid mit dieser Challenge, wie ihr diese Challenge eventuell schaffen könnt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir haben den Key freigeschalten. Auch wenn es da jetzt noch nicht steht. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem. Kriege ich bitte meinen Charge Key? Dankeschön. Der wird uns auf jeden Fall helfen bei unserer neuen Winspec, die minus 5 ist. Ist übrigens gerade nur minus 5, weil ich den Greedier One gemacht habe. Ich habe ihn 3-4 Mal probiert. Der ist einfach langweilig aufzunehmen, deswegen habe ich den privat gemacht. Und ich habe es nur mit Isaac geschafft. Ich war ein paar Mal bei dem Super Greedier, aber der ist einfach viel zu stark. Keine Ahnung, da muss man richtig OP sein und muss richtig viele Herzen haben. Und keiner Plan, ey. Kein Plan. Gut, damit haben wir auf jeden Fall jede Challenge gemacht. Wir haben keine Errungenschaft dafür bekommen, dass wir alle Challenges gemacht haben. Finde ich ein bisschen schade. Keine Challenges mehr. Wie es dann in Zukunft mit Isaac weitergeht, weiß ich noch nicht. Ob ich da Mods vorstelle oder Eden Runs mache. Einige von euch haben halt gesagt, ja, zeig doch das einfach. Also es war alles dabei, was ich so vorgeschlagen hatte. Deswegen weiß ich immer noch nicht, welchen Part ich gehen werde. Und ja. Halbe Stunde voll gekriegt. Schöne Sache.
Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr werdet froh, dass endlich mal ein anderes Video außer Tetris kommt. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.